Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. Beauty Girl One for Troplay and Viewers. Also, für mich und für euch ein Level. Die Frage ist jetzt, ob ihr das Level selber spielen sollt oder ob ich einfach gequält werde. Diese Frage werden wir jetzt beantworten. For Troplay and Viewers von Beauty Girl One. Moment. Okay. Schnell mal ausgetrickst. Ich glaube, das war auch so nicht gedacht. Ich glaube, das wird sie mir dann auch noch übel nehmen. Tro, was hast du getan? Alter, jetzt ernsthaft? Ach, ich muss 10 Münzen sammeln. Nein. Warum müssen es immer Münzen-Sammellevel sein? Warum habe ich hier ein Trampolin? Warum falle ich hier runter? Und warum kann ich mich hier selber töten? Warum ist der Weg hier so unendlich lang? Na komm. Na komm raus da. Okay. Warum sollte ich jetzt das immer noch mitnehmen? Moment, jetzt gehe ich noch. Ah, nee, komm. Ich weiß es gerade nicht. Ich will es jetzt einfach mal wissen. Ich kriege hier 3 Schlüssel. Was bekomme ich jetzt hier? Ich bekomme hier eine Tür. 1, 2. Also ein Schlüssel fehlt mir noch, definitiv. Und das ist der Red Coin Key. Und das ist der schlimmste Key, würde ich mal sagen. Na komm raus. Oh, nee, jetzt gehe ich da nicht runter. Jetzt gehe ich runter. Komme ich jetzt raus? Nein. Danke. Und jetzt kann ich da lang. Kommen da Bonbons raus, zufälligerweise? Ja. Kommen sie. Nein! Oh, komm! Ach, das ist wieder typisch Beauty Girl One. So. Da kann ich auch rein. Jedenfalls bekommt ihr ein Leben, oder was? Ah, ne. Die hätte ich vorher gar nicht mitbekommen. Wartet mal, wenn ich die nicht bekommen hätte, wäre ich dann... Okay. Ich denke mal, es ist eine berechtigte Frage. Wäre das ein totes Ende gewesen? Wirklich eine gute, berechtigte Frage.
Oder gibt es hier noch einen anderen Weg, den ich jetzt noch nicht ergründet habe? So. So, komm. Nee. Der funktioniert nicht. So, und weg. Und durch da. Da kann ich durch und bei dem anderen kann ich durch. Nee. Dann will ich da nicht durch. Nehme ich den anderen Weg. Dumm. Hashtag dumm, dümmer Troplay. Boah, nee. Das war doch echt jetzt gerade vom Feinsten, oder? Aber trotzdem, die Frage ist berechtigt, komme ich hier nochmal raus? Am Anfang. Glaube nicht. Und durch da. Hier. Also, Fakt ist, ich muss durch diese Röhre da nicht durch. Halt, stopp. Okay, danke. Es war echt... Oh. Wie komme ich denn mal da raus? Nein, das war kein Niesen. War gerade, ich bin super strange. Ist dorn. Ja, ist mir egal. Ich laufe jetzt nur. Ich laufe nur. Ich springe nicht, ich laufe. Einfach nur laufen. Weil wieder eine Silent Stage. Das ist das Allerschlimmste für mich. Leute, wozu wurde denn die schöne Musik gemacht? Die hat Miyamoto-san bestimmt nicht einfach so mal nebenbei gemacht, so, ach, oh, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen Kaffeeklatsch und jetzt mache ich mal so ein bisschen Music, Baby. Aber hey! Jetzt da unten lang. Punkt. What? Okay. What? Das war mehr als knapp. Also jetzt hier runter. Komm her, du blödes Ding. Komm her! Komm her, du sexy Koopa. Nein. Danke. Okay, da komme ich da unten lang, also muss ich da oben hoch. So, hier muss ich jetzt da lang. Und hier jetzt mit den Bomben arbeiten, ne? Das ist so klar.
Ah, schön. Weg! Na, komm, komm. Okay. Den machen wir ganz kurz mal weg. Ich glaube, ich brauche das Trampolin. Bin mir nicht sicher. Deswegen springen wir das mal weg. Wow, das war knapp. War mehr als knapp. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid. Beauty geworden, es tut mir leid. Ich krieg bei diesem Level echt die Krise. Ich glaube, deswegen hast du das auch gemacht, weil ich bin kurz davor durchzudrehen. Also entweder bin ich wirklich zu dumm, um dieses Level zu spielen. Ja. Oder aber irgendwas rall ich nicht. Ja, also ich muss sagen, wirklich von den Zusammenhängen her, es ist ein Silence-Level. Deswegen hat mir da nicht gefallen. Aber ich muss sagen, was der Rest angeht, das war in Ordnung, auch von der Optik und Design kann man jetzt ein bisschen abweichen, aber von der Kreativität her war es halt eigentlich genau das Gleiche. Ja, trotzdem, sag ich mal, du hast ihm jedenfalls einen anderen Namen gegeben, dem Ganzen. Trollgegner-Spam unfair, kann man nicht davon reden, in dem Augenblick passt das auch. Es ist halt die Frage, was sagen die Zuschauer dazu? Sehen die das genauso wie ich, dass sie sagen, gut, komm, es ist halt klar, es ist ein Silence-Level, alles schön und gut. Oder sagen sie, ne, das hat keinen Stern verdient. Das ist jetzt wirklich die Frage, die jetzt hier offen ist. Mal ganz kurz hier. Ja, bloß wenn ich meine Zuschauer kenne, die auch im Livestream dabei sind, müsste so eigentlich von fast jedem einen Stern bekommen, weil ich mich ja aufgeregt habe. Sonst was. Ja, noch nicht wie sonst was, aber ich glaube, es geht noch schlimmer, aber trotzdem. Kann man jetzt halten, wie man möchte, ne? Aber nein, die Zuschauer sehen das anscheinend nicht ganz so, denn bei 2 hört es dann doch schon auf. Das heißt, trotz alledem, hier ist ein Stern. Ja, ich weiß, das Design passt hier nicht ganz so dazu. Aber naja, das kann man halt manchmal nicht ändern. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für das Einsenden, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.